Kurs – Einblick in die Welt der Wissenschaft, eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag »Endlich Feierabend – Arbeitsstress und Erholung aus psychologischer Sicht« von Professorin Sabine Sonnentag, gehalten am 5. September 2017 im Wissenschaftszentrum Bonn. Ganz herzlichen Dank für die schönen einleitenden Worte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich extrem, Ihnen heute Abend etwas aus meiner Forschung berichten zu können, passend zur Tageszeit, endlich Feierabend. Es geht um die Frage, in welchem Zusammenhang steht denn eigentlich Erlebnisse, die wir täglich bei der Arbeit haben? Wie hängt es damit zusammen, was wir abends machen, wie wir uns fühlen, das heißt, ob wir uns erholen oder nicht? Und natürlich vor allem, welche Rolle spielt Erholung für das Wohlbefinden, für Gesundheit im weitesten Sinne und auch, was können wir vielleicht praktisch aus dieser Forschung lernen? Der Ausgangspunkt meines Vortrags und man kann sagen meiner Forschung insgesamt ist die Beobachtung, dass das moderne Leben vielfältige Anforderungen an uns Menschen stellt. Das kann sein im Beruf klassischerweise, in der Familie und auch an dieser sogenannten Schnittstelle zwischen Beruf und Familie, nämlich diese Frage, wie kriegt man alles unter einen Hut. Damit geht einher, dass es für Menschen manchmal so eine Situation überfordernd sein kann. Das heißt, es besteht die Gefahr von Erschöpfung und der Entwicklung von Krankheiten. Und die ganz wichtige Frage ist natürlich, was kann man dagegen unternehmen, um langfristig auch eine Minderung der Leistungsfähigkeit, um der vorzubeugen. Unser Ansatz in der Arbeitspsychologie ist einerseits natürlich zu schauen, wie können wir die Arbeit an sich besser gestalten, also Arbeitsbedingungen günstig gestalten, Menschen qualifizieren, dass sie die Arbeit gut machen können. Aber die Frage auch ist, wie können Menschen sich gut von der Arbeit erholen? Und das ist der Fokus des heutigen Vortrags. Das heißt, die zentrale Frage, die ich versuchen werde zu beantworten, ist, was können Menschen tun, um auch bei hohen Belastungen gesund und leistungsfähig zu bleiben. Ich werde die Bedeutung der Erholung logischerweise darstellen. Ich werde einen großen Fokus legen auf Ergebnisse aus unseren empirischen Untersuchungen und am Schluss auch einige praktische Konsequenzen ableiten. Das heißt, mein Vortrag ist so aufgebaut, ich fange an, Erholung, was ist das eigentlich? Werde kurz zu sprechen kommen auf die Rolle des Urlaubs, unseren Forschungsansatz kurz skizzieren, damit Sie verstehen, was wir wie gemacht haben. Werde auf Freizeitaktivitäten eingehen, werde dann eher die Erfahrung thematisieren und dabei einen Schwerpunkt legen auf das gedankliche Abschalten von der Arbeit und schließlich zu den praktischen Konsequenzen kommen. Erholung, was ist das eigentlich? Da haben wir natürlich in unserem Alltag alle Vorerfahrungen, hoffentlich positive. Das heißt, Erholung spielt eine große Rolle im Alltag von uns Menschen in ganz unterschiedlichen Settings. Das können Arbeitspausen sein, also relativ kurze Erholungsphasen. Das kann der Feierabend sein, wie jetzt hier, oder das Wochenende. Und was natürlich klassisch eine sehr große Rolle subjektiv spielt, ist der Urlaub, der auch dann sprichwörtlich häufig als die kostbarsten Wochen angesehen werden. Die Frage ist aber natürlich, was ist eigentlich Erholung? Wie können wir verstehen, was da passiert? Wenn man das definieren möchte, kann man sagen, Erholung ist der Prozess, in dem die menschlichen Funktionssysteme, also die körperlichen, die physiologischen Systeme, aber auch die psychischen Systeme, quasi wieder in ihren Ausgangszustand zurückkehren. Das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine Hoffnung, dass sie in ihren Ausgangszustand zurückkehren. In der Regel tun sie das nicht, aber es wird zumindest ein Teil der Beanspruchung reduziert. Das heißt, Erholung wird häufig beschrieben als ein Prozess, der dem Beanspruchungsprozess entgegengesetzt wird. Man ging lang davon aus, dass Erholung dann auftritt, wenn eine geringe Grundaktivität da ist,
Das wird heute kontrovers diskutiert. Das heißt, Erholung findet nicht nur statt, wenn wir nichtstuend auf dem Sofa sitzen, sondern auch durch Aktivität kann Erholung stattfinden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist jedoch, dass in der Regel die Aktivität, die man zur Erholung ausführt, eine andere sein sollte als die, die man bei der Arbeit ausgeführt hat. Woran kann man feststellen, ob jemand erholt ist? Zum einen natürlich in physiologischen Parametern, wie eine geringere Aktivierung klassischerweise, in der Verbesserung des Befindens und in der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit. Was ich vorhin schon gesagt habe, sprichwörtlich der Urlaub, und es passt natürlich zur Jahreszeit, da knüpft man sehr hohe Hoffnung dran, dass sehr viel Erholung doch bitteschön durch den Urlaub geschehen möge. Und die etwas provokante Frage ist, wieso braucht man eigentlich noch mehr Urlaub als mehr Erholung als die durch den Urlaub geht. Der Urlaub ist klassischerweise assoziiert mit hohen Erwartungen. Für viele ist er das sogenannte Highlight des Jahres. Und die Frage, die man sich aber stellen kann, findet während des Urlaubs wirklich eine Verbesserung des Befindens statt? Und wie lange hält die Wirkung des Urlaubs an? Dazu möchte ich Ihnen gleich eine erste Studie vorstellen, die Jana Kühnel und ich zusammen durchgeführt haben. Und zwar ist es eine Studie mit gut 130 Lehrern und Lehrerinnen, bei denen man auch relativ klar feststellen kann, wann haben die Urlaub. Die haben in der Regel alle dieselbe Länge des Urlaubs zur selben Zeit. Das macht die Untersuchung natürlich um einiges einfacher. Es ging um 2 Wochen Ferien und wir haben untersucht sowohl die Erschöpfung als auch das Arbeitsengagement, also die Frage, wie enthusiastisch, begeistert ist man vor und nach dem Urlaub wieder bei der Arbeit. Wir haben 4 Messzeitpunkte realisiert, das heißt, unsere Untersuchungsteilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, vor dem Urlaub, unmittelbar nach dem Urlaub, 2 Wochen nach dem Urlaub und 4 Wochen nach dem Urlaub. Und die Frage, die wir uns angeschaut haben, was berichten unsere Befragten zur Erschöpfung und zu ihrem Arbeitsengagement, das ich Ihnen hier zeige. Erschöpfung ist die blaue Linie, fängt bei einem mittleren Niveau an, geht bis unmittelbar nach dem Urlaub rapide nach unten. Das heißt, die Erschöpfung mildert sich durch den Urlaub, genau das, was man erwartet. Es geht aber zwar so weiter, wie man es nicht mehr so gerne hätte, nämlich die Erschöpfung steigt nach 2 Wochen nach dem Urlaub wieder deutlich an und sie steigt nochmal weiter auf 4 Wochen nach dem Urlaub. Und quasi das Spiegelbild, weniger prägnant ausgeprägt, finden wir bei Arbeitsengagement. Das heißt, das kriegt Schwung unmittelbar nach dem Urlaub, flaut aber dann relativ schnell wieder ab und bleibt dann wieder auf relativ schnell nach 4 Wochen auf dem Niveau wie vor dem Urlaub. Sie sagen vielleicht Lehrerinnen und Lehrer, das ist ganz besondere Stichprobe. Vielleicht ist es bei anderen Menschen anders. Das Muster findet sich in vielen anderen Untersuchungen auch. Und es ist besonders stark ausgeprägt, wenn Menschen nach dem Urlaub hohen Belastungen ausgesetzt sind, also hohe Stressoren bei der Arbeit haben, und wenn sie sich am Feierabend nach dem Urlaub relativ schlecht erholen. Also somit schon mal ein erster Take-Home-Message, wenn Sie gerade aus dem Urlaub zurückgekommen sind, darauf achten, auch nach dem Urlaub am Feierabend ausreichend Zeit für Entspannung und Erholung einzuplanen. Der Punkt, den wir ganz zentral aus dieser Forschung ziehen, so schön das mit dem Urlaub ist, es reicht nicht,
um Menschen dadurch über das Jahr zu tragen, sondern was extrem wichtig ist, ist die tägliche Erholung. Und das ist somit auch der Fokus unserer eigenen Forschung. Weniger, was passiert im Urlaub, sondern zu schauen, was passiert eigentlich alltäglich, wenn Menschen nach der Arbeit nach Hause kommen oder nach der Arbeit noch Sport machen oder noch anderen Verpflichtungen nachgehen. Was passiert da eigentlich und was ist besonders hilfreich da für die Erholung? Somit ein paar Worte zu unserem Untersuchungsansatz. Wie ich gerade dargestellt habe, es geht primär um tägliche Erholung am Feierabend. Unseren Untersuchungsansatz, den kann man einerseits beschreiben als Tagebuchansatz, womit aber nicht gemeint ist ein verbales Tagebuch im Sinne von Liebestagebuch, heute habe ich mich hervorragend erholt, sondern es sind tägliche kurze Fragebögen, meist über 5 Tage, inzwischen nehmen wir eher eigentlich 10 Tage, meistens 2 bis 3 Mal täglich, also zum Beispiel morgens, am Ende des Arbeitstages und zur Schlafenszeit. Wir haben angefangen vor etlichen Jahren das Ganze papierbasiert zu machen, machen inzwischen sehr viel auf Pocket-PCs, auf Smartphones oder im Internet. Und wir streben an und konnten das recht gut realisieren, auch sehr unterschiedliche Berufsgruppen zu erfassen, wobei wir aber meistens versuchen, Personen mit starken körperlichen Belastungen nicht einzubeziehen, weil da nochmal ganz andere Prozesse eine Rolle spielen. Aber wie Sie sehen werden, gibt es Grenzbereiche. Wir haben zum Beispiel Personen im Gesundheitswesen drin und die haben sowohl hohe psychische als auch körperliche Belastung. Das Ganze analysieren wir mit spezifischen quantitativen Verfahren, meistens Multilevel-Modelle. Für heute Abend werden Sie aber relativ wenig Zahlen sehen, sondern ich habe das Ganze so aufbereitet, dass auch die, die mit Statistik nicht so viel am Hut haben, hoffentlich gut folgen können. Ich möchte starten, wenn wir uns tägliche Erholung anschauen, mit der Rolle von Aktivitäten. Also die Frage, was tut man eigentlich am Feierabend, wie verbringt man seine Zeit? Das ist auch historisch so, wie wir mit dieser Forschung angefangen haben, nämlich die Menschen zu fragen, was sie denn jeweils am Abend gemacht haben. Und konkret haben wir dann analysiert, ob sich die Stimmung der Person verbessert hat und ob sich die Müdigkeit gemildert hat, also sprich, ob die Personen dadurch wieder mehr Energie hatten, letztendlich. Wir haben uns, oder hier ist eine Kategorisierung von 4 unterschiedlichen Aktivitätsarten. Arbeitsbezogene Aktivitäten ist im Wesentlichen weiterzuarbeiten oder auch zum Teil private Administrationsdinge zu machen, körperliche Aktivitäten und Sport, soziale Aktivitäten, also sich mit Freunden treffen, familiäre Aktivitäten teilweise auch und Aktivitäten ohne Anstrengung haben wir es genannt, da ist sowas wie Fernsehen schauen, mit einem Buch auf dem Sofa sitzen. Was kommt empirisch raus? Arbeitsbezogene Aktivitäten, meistens eine Verschlechterung des Befindens. Das finden wir immer wieder. Die große offene Frage ist, ey, und wie ist das denn bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? In der Tendenz auch. Nicht so stark, aber es gibt kaum Anzeichen, dass das anders ist. Körperliche Aktivitäten und Sport, ganz klar eine Verbesserung des Befindens. Das sind auch nicht nur unsere Befunde, sondern breite andere Befunde, zum Beispiel aus der Sportwissenschaft, zeigen was ganz Ähnliches. Soziale Aktivitäten, teilweise eine Verbesserung des Befindens und Aktivitäten ohne Anstrengung, auch teilweise eine Verbesserung des Befindens. Soweit so gut, was man hier ableiten kann, möglichst nicht arbeiten, möglichst Sport zu machen. Es ist aber nicht so konsistent, wie man es vielleicht gerne hätte. Somit sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben uns die Frage gestellt, ist es denn wirklich wichtig, was man macht oder ist nicht vielleicht viel wichtiger, wie man das erlebt, was man macht. Also sprich, dass
die Erholung bei dem einen vielleicht auftritt, wenn er ins Kino geht, bei jemand anders tritt aber die Erholung auf, wenn sie einen langen Spaziergang macht. Das heißt, ist es wirklich die Aktivität oder ist es nicht viel wichtiger, wie man Aspekte empfindet, während man diesen Aktivitäten nachgeht? Das ist ein großer Fokus unserer Forschung dann geworden. Und wir haben mehrere Aspekte dieser sogenannten Erholungserfahrung genauer angeschaut. In zahlreichen Untersuchungen sind denen nachgegangen. Eine ganz zentrale Erholungserfahrung ist das gedankliche Abschalten von der Arbeit. Das heißt, Abstand zu nehmen von arbeitsbezogenen Gedanken und Aktivitäten. Wichtig ist eben genau dieses, nicht nur zu arbeiten, sondern auch nicht an die Arbeit zu denken, nicht sich noch Dinge nochmal durch den Kopf gehen lassen oder man macht was anderes und plötzlich denkt man wieder an Gespräch, was man hatte, die Aufgaben, die man noch nicht zu Ende bekommen hat. All das wären Dinge, wo man nicht abschaltet. Das heißt, das Abschalten ist dieses, geht einher mit einem Gefühl, wirklich von der Arbeit weg zu sein. Und sei es eben nur für diesen einen Abend. Eine weitere wichtige Kategorie ist Entspannung, also sowohl mentale als auch körperliche Entspannung, das heißt geringe Aktivierung. Eine weitere Dimension haben wir Mastery genannt, finden es relativ schwer, das ins Deutsche zu übersetzen. Damit ist gemeint, in der Freizeit Herausforderungen zu erleben, neue Dinge zu lernen, Erfolg zu haben. Klassisch kann Sport was sein, wo das auftritt. Das kann aber auch bei einem anspruchsvollen Hobby sein, vielleicht wenn man was Kreatives macht. Diese Dinge, das sind klassische, auch eine neue Sprache lernt, klassische Mastery-Erfahrungen. Wichtig, was für uns natürlich wichtig ist, wenn wir von diesen unterschiedlichen Aspekten sprechen, wirklich sicher zu gehen, dass diese Aspekte ausreichend unterschiedlich sind. Das sind sie. Das heißt, Entspannung ist wirklich was anderes als das gedankliche Abschalten. Und eine weitere Dimension, Selbstbestimmung, damit ist gemeint, bestimmen zu können, Kontrolle ausüben zu können, wie man die freie Zeit verwendet und worauf man sie verwendet. Ich komme zu einer unserer ganz zentralen Studien zur Erholung am Feierabend, die, was ich dankbar sagen darf, auch von der DFG gefördert wurde. Das ist eine Untersuchung, Stichprobe. Wir hatten gut 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, eher etwas mehr Frauen. Und wir haben da diese täglichen Befragungen durchgeführt, und zwar abends zur Schlafenszeit erfragt, das Ausmaß, zu denen die Personen an diesem Abend von der Arbeit abgeschaltet haben, entspannt haben und Mastery-Erlebnisse hatten. Und am nächsten Morgen haben wir sie gefragt nach ihrer Schlafqualität und dem Befinden am nächsten Morgen, bevor sie wieder zur Arbeit gegangen sind. Befinden, was heißt das? Sehr vereinfacht gesagt kann man, wenn man sich mit dem Befinden beschäftigt, das in zwei Dimensionen aufteilen, nämlich ein positives versus ein negatives Befinden, also ich fühle mich gut versus ich fühle mich schlecht. Und man kann es unterscheiden in den Grad der Aktivierung, das heißt, wie viel Energie hat man, ist es eher ein energetisierter Zustand oder eher ein passiver Zustand. Und diese beiden Dimensionen gekreuzt, gibt uns vier unterschiedliche Aspekte. Negativ, hohe Aktivierung ist so ein Gefühl wie ärgerlich sein, gereizt zu sein, gut aktiviert zu sein und mit einer positiven Tönung, positiven Valenz ist positive Stimmung, also sich enthusiastisch zu fühlen, sich aktiv zu fühlen, interessiert zu sein. Geringe Aktivierung, negativ getönt, ist sowas wie Ermüdung. Depressiv zu sein, würde auch da reinfallen. Und positiv getönt, geringe Aktivierung, ist sich ruhig zu fühlen, sich entspannt zu fühlen, diese Erlebnisqualitäten. Und wir haben dann geschaut, also mit diesen Multilevel-Modellen ausgewertet, ob diese drei Aspekte, das Abschalten von der Arbeit, die Entspannung und diese Mastery-Erlebnisse sowie die subjektiv wahrgenommene Schlafqualität,
diese Befindenszustände am nächsten Morgen vorhersagen. Wir finden zunächst, dass das Abschalten negativ mit der Gereiztheit zusammenhängt. Das heißt, je weniger gut jemand am Vorabend abgeschaltet hat, umso gereizter, ärgerlicher ist er oder sie am nächsten Morgen. Zusätzlich finden wir, eine hohe Schlafqualität geht mit negativer Gereiztheit einher. Das heißt, wenn man gut schläft, ist man weniger gereizt. Zur Ermüdung finden wir ebenfalls, dass ein gutes Abschalten mit geringer Ermüdung am nächsten Morgen zusammenhängt und ebenfalls ein Zusammenhang mit Schlafqualität, der aber vielleicht jetzt nicht so verwunderlich ist, wenn ich jemand gleichzeitig frage, wie gut haben Sie geschlafen und bist du müde? Also gut. Wichtig ist, dass dafür statistisch kontrolliert wurde und das Abschalten bleibt trotzdem ein bedeutsamer Prädiktor. Zur positiven Stimmung zeigt sich, dass es nicht das Abschalten ist, was da eine Rolle spielt, sondern da spielen die Mastery-Erlebnisse eine Rolle. Das heißt, das Aktivierende am Abend ist genau das, was mit der positiven Stimmung am nächsten Morgen zusammenhängt. Wiederum die Schlafqualität spielt eine Rolle und für die Ruhe am nächsten Morgen, also eine gewisse Gelassenheit, wenn man zur Arbeit geht, ist es wichtig, am Abend zuvor gut entspannt zu haben und ebenfalls die Schlafqualität. Das heißt, wir finden relativ spezifische Ergebnismuster, dass vor allem das fehlende Abschalten mit negativen Zuständen zusammenhängt, während ein aktivierendes Erlebnis, nämlich Mastery, mit einer aktivierten positiven Stimmung zusammenhängt und eher eine geringe Aktivierung am Abend, die Entspannung, nämlich auch mit einer geringen Aktivierung am nächsten Morgen zusammenhängt. Man weiß weiter aus der Forschung, dass diese Zustände am Morgen nicht nur nette subjektive Befindensaspekte sind, sondern dass diese Zustände morgens eine große Rolle spielen, wie der Arbeitstag verläuft. Also vor allem diese negative Aktiviertheit morgens, weiß man, hängt mit mehr negativem Verhalten bei der Arbeit zusammen, mit zum Beispiel ungeduldigerem Verhalten versus vor allem die aktivierte positive Stimmung mit höherer Kreativität und anderen positiven Verhaltensweisen zusammenhängt. Also somit spielt es auch eine Rolle, wie der nächste Arbeitstag verläuft. Somit ein kurzes Zwischenfazit. Je stärker das Abschalten, desto geringer die Gereiztheit und geringer die Müdigkeit am Morgen. Guter Schlaf ist wichtig, das zeigt sich durchweg. Aber was sehr zentral ist, guter Schlaf kann fehlendes Abschalten nicht ausgleichen. Da könnte man ja sagen, naja, ich habe nicht so gut abgeschaltet, der Abend ist irgendwie gelaufen, aber jetzt schlafe ich gut, dann ist auch alles gut. So hat es zumindest bei dieser Stichprobe nicht funktioniert, sondern die beiden Aspekte addieren sich und der gute Schlaf ist eben keine Kompensation für das fehlende Abschalten. Sondern es scheint so zu sein, dass wirklich beides wichtig ist, nämlich das Abschalten am Abend und der gute Schlaf in der Nacht. Die nächste Frage, auf die ich eingehen möchte, ist Abschalten für jeden wichtig, ist Abschalten für jeden gleich wichtig? Wahrscheinlich ist es nicht für jeden gleich wichtig, aber das kann natürlich, die Frage ist, brauchen alle Menschen wirklich das Abschalten oder gibt es Leute, für die das einfach keine Rolle spielt? Unsere konkrete Frage war, ist Abschalten auch wichtig, wenn man gerne oder sehr gerne arbeitet? Also wenn man sagt, ich liebe meine Arbeit, nichts lieber als das, meine Arbeit ist mein Hobby, was soll ich abschalten? Wir haben in dieser Studie, auch durch die DFG gefördert, knapp 160 Personen aus 4 Betrieben befragt. Das war eine Internetbefragung über 4 Wochen, in der wir am Freitag das Arbeitsengagement rückwirkend für die vergangene Woche eingeschätzt haben. Wir haben Stimmung am Freitagnachmittag erfragt. Wir haben das Abschalten
am Feierabend retrospektiv über die Woche und die Ausgangsstimmung am Montagmorgen berücksichtigt. Wir haben auch berücksichtigt beispielsweise, ob man erwartet, dass man ein schönes Wochenende haben wird, weil das könnte natürlich eine Rolle für die Stimmung am Freitagnachmittag spielen. Es spielt eine Rolle für die Stimmung am Freitagnachmittag, aber die Ergebnisse bleiben bestehen, auch wenn man das berücksichtigt, dass natürlich das Wochenende, das man erwartet, vielleicht stimmungsrelevant ist. Wir haben vier Gruppen verglichen, beziehungsweise ich stelle es hier einen Vergleich zwischen vier Gruppen dar. Wir hatten es ursprünglich ein bisschen anders ausgewertet, aber es wird deutlicher, wenn man das mit diesen vier Gruppen macht. Nämlich die eine Gruppe ist Personen, die ein geringes Arbeitsengagement haben und stark abschalten. Das sind nicht die Personen, die die Chefs vielleicht gerne in ihren Arbeitsgruppen haben, Leute, die nicht engagiert sind und auch abends irgendwie nicht mehr an die Arbeit denken. Dann haben wir zumindest formal eine Gruppe, geringes Arbeitsengagement und geringes Abschalten. Ist ein bisschen schwer, sich die Kombi vorzustellen, aber es gibt einige wenige. Die Folgengruppen sind die wichtigeren und interessanteren. Nämlich eine Gruppe hohes Arbeitsengagement und geringes Abschalten. Also Personen mit Feuer und Flamme bei der Arbeit und auch abends immer noch weiter an die Arbeit denken, neue Probleme lösen, neue Probleme entdecken, Lösungen finden. Und eine Gruppe hohes Arbeitsengagement und starkes Abschalten. Also engagiert bei der Arbeit zu sein, aber dann einen Schlussstrich zu sehen und sagen, okay, morgen ist auch noch ein Tag. Und wir haben uns jetzt angeschaut, wie ist die Stimmung am Freitagnachmittag? Also im Sinne von, mit welchem Gefühl gehen die Leute aus der Arbeitswoche raus? Das ist das Ergebnis. Wir haben hier die Person mit einem geringen Abschalten, hier die Person mit einem hohen Abschalten. Die roten Balken sind Personen mit hohem Arbeitsengagement, die gräulich-blauen mit dem geringen Arbeitsengagement. Die positive Stimmung, also aktiviert, interessiert, enthusiastisch am Freitagnachmittag zu sein. Für die, die niedrig engagiert sind, spielt das Abschalten keine Rolle. Die sind so mittelmäßig positiv gestimmt. Die Interessanten, die mit dem hohen Abschalten, mit dem hohen Engagement, sind die, die gering abschalten, haben einen relativ geringen Wert von positiver Stimmung am Freitagnachmittag, während die, die hoch engagiert sind, aber gleichzeitig stark abgeschaltet haben an den Feierabenden während der Woche, haben eine deutlich positivere Stimmung am Freitagnachmittag. Das heißt, auch wenn man noch so gerne arbeitet, noch so engagiert bei der Arbeit ist, deuten diese Daten darauf hin, dass Abschalten damit zusammenhängt, insgesamt nach so einer Arbeitsperiode in einer positiveren Stimmung zu sein. Somit wieder ein Zwischenfazit. Die günstigste Kombination ist hohes Engagement bei der Arbeit und Abschalten von der Arbeit in der Freizeit. Das heißt, Abschalten ist auch dann wichtig, wenn man gerne arbeitet und mit Begeisterung bei der Arbeit ist. Bis dahin habe ich Ihnen primär Tagebuchstudien dargestellt, oder das letzte war eine Studie über jeweils über eine Arbeitswoche. Die Frage, die man sich natürlich stellen kann, wie ist es längerfristig? Ist ja schön und gut, wenn man weiß, morgens hat man bessere oder schlechtere Stimmung, aber wie ist es denn längerfristig? Bringt es was, abzuschalten oder nicht? Somit in der dritten Studie habe ich mit meinen Kolleginnen Carmen Binnewies und Eva Meutzer eine Längsschnittbefragung bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Behindertenbetreuung gemacht. Das war ein Längsschnitt über ein Jahr. Das heißt, in diese Auswertung hier sind eingegangen zwei Messzeitpunkte, die 12 Monate auseinander lagen. Erfragt zu beiden Erhebungszeitpunkten haben wir, gibt es Zeitdruck bei der Arbeit? Schaltet man gut in der Freizeit von der Arbeit ab? Und Befindensindikatoren wie emotionale Erschöpfung, was klassisch auch als ein Merkmal von Burnout angesehen wird, psychosomatische Beschwerden und fehlendes Engagement. Was ich Ihnen im Folgenden zeige, ist,
wie sehen Veränderungen über ein Jahr aus? Das heißt, wir haben immer geschaut, was ist eigentlich der Ausgangszustand an Erschöpfung oder Beschwerden und gibt es eine Veränderung von einem Jahr zum nächsten, um mit welchen Aspekten in der Arbeitssituation oder in der Freizeit stehen diese Veränderungen in Zusammenhang? Also das heißt, wir wollten ausschließen, dass es eben Menschen gibt, denen es vielleicht von Haus aus nicht so gut geht und die diese ganzen Zusammenhänge, dass die ganzen Zusammenhänge erklären kann, sondern wirklich zu finden können, die Aspekte, die wir untersucht haben, können die diese Veränderung erklären. Konkret geht es also um Zeitdruck, das heißt viel in kurzer Zeit zu tun zu haben, kein Abschalten oder sehr geringes Abschalten. Und die Kombination, was ist, wenn Zeitdruck und fehlendes Abschalten zusammentreffen. Wir finden zunächst, dass Zeitdruck einen Anstieg in Erschöpfung, in psychosomatischen Beschwerden und in fehlendem Arbeitsengagement erklären kann. Das heißt, Personen, die mehr Zeitdruck zum ersten Zeitpunkt haben, die berichten, oder bei denen stellen wir fest, einen Anstieg von Erschöpfung, von Beschwerden und so weiter. Das ist an sich nicht neu und nicht einzigartig. Da gibt es einige andere Untersuchungen, die das genau auch gefunden haben. Für uns ist es, ich will jetzt nicht sagen ein positives Zeichen, aber das zeigt uns zumindest, dass das, was in unserer Stichprobe vor sich geht, eigentlich was Übliches ist, was man sonst auch findet. Das ist irgendwie keine seltsame Stichprobe, das sind keine seltsamen Menschen, sondern bei denen passiert genau das, was andere Forscher auch berichtet haben. Gucken wir uns an weiter mit dem Abschalten. Wenn wir zusätzlich zu dem Zeitdruck in unser Vorhersagemodell einfügen, dass die Personen nicht abschalten, dann gibt es eine Zunahme von emotionaler Erschöpfung über ein Jahr und bezogen auf die psychosomatischen Beschwerden und das fehlende Engagement, ist es die Kombination von hohem Zeitdruck und fehlendem Engagement, was vorhersagt, dass jemand ein Jahr später mehr psychosomatische Beschwerden, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenprobleme, diese Dinge berichtet und weniger engagiert bei der Arbeit ist. Das heißt wiederum als Zwischenfazit, das Befinden verschlechtert sich im Laufe eines Jahres vor allem dann, wenn man schlecht abschaltet und wenn hoher Zeitdruck und schlechtes Abschalten aufeinandertreffen. Man kann auch sagen, bei hohem Zeitdruck wäre es eigentlich besonders wichtig, gut abzuschalten. Dass es besonders schwierig ist, dazu werde ich gleich kommen. Somit ist die nächste Frage, wenn wir wissen, welche Rolle spielt das Abschalten, das fehlende Abschalten für das Befinden, sowohl auf Tagesebene als auch längerfristig, müssen wir uns die Frage stellen, wovon hängt es jetzt ab, ob jemand gut abschaltet oder nicht? Da gibt es, ich habe es vorhin schon angedeutet, natürlich interindividuelle Unterschiede. Persönlichkeit spielt eine gewisse Rolle. Personen, die Dinge eher negativ, eher durch die graue und nicht durch die rosa Brille sehen, die schalten auch schlechter ab. Die Erschöpfung wird nicht nur vorhergesagt durch das fehlende Abschalten, sondern es scheint zu sein, dass auch wenn man sehr erschöpft ist, man weniger gut abschalten kann, als wenn man fitter ist. Also potenziell ein Teufelskreis. Was wir uns zusätzlich angeschaut haben, sind belastende Arbeitssituationen. Und rausgreifen möchte ich zwei Aspekte, die eine besondere Rolle zu spielen scheinen, nämlich den Zeitdruck, mal wieder, und sogenannte illegitime Aufgaben. Ich werde nachher gleich erklären, was das sind. Zunächst zum Zeitdruck. Zeitdruck haben wir in der ganzen Reihe von unseren Studien immer mal wieder erfasst. Somit haben wir eine relativ große Stichprobe von knapp 2000 Menschen, von denen wir sowohl Daten über Zeitdruck als auch über fehlendes Abschalten haben. Und ich habe in einer Analyse relativ einfach korrelativ zugegeben, aufgetragen, wie hängt Zeitdruck mit fehlendem Abschalten zusammen. Und was man hier sieht, wenn der Zeitdruck zunimmt an einem Arbeitsplatz, also Personen, die mehr Zeitdruck haben als andere, unter denen gibt es sehr viel deutlich
sehr viel höhere Prozentsätze von Personen, die sehr schlecht abschalten, diese roten Teile der Balken, oder die schlecht abschalten, also die violetten Teile der Balken. Wenn kein Zeitdruck da ist, ist der Prozentsatz der Personen, die schlecht abschalten, sehr, sehr gering. Bei sehr hohem Zeitdruck geht der aber an die 50% unserer Befragten. Und das ist ein deutlicher Zusammenhang. Wie gesagt, es ist nur korrelativ. Wir können nicht wirklich hier Ursache und Wirkung auseinander dröseln mit dieser Sorte Daten. Es scheint, oder eine Erklärung, wieso spielt Zeitdruck so eine Rolle? Zeitdruck ist etwas, was stark aktivierend ist. Das heißt, wenn wir unter hohem Zeitdruck arbeiten, dann muss man sich umgangssprachlich gesagt reinhängen, anstrengen, viel Energie mobilisieren. Und es scheint so zu sein, dass man diese Energie, die man den Tag über mobilisieren muss, nicht einfach umknipsen kann, wenn man den Arbeitsplatz am Abend verlässt und somit sprichwörtlich gesagt, rattert es im Kopf weiter. Es kann natürlich zusätzlich sein, wenn ich generell hohen Zeitdruck habe, dann mache ich mir abends auch Gedanken, oh, wie gehe ich morgen meine Aufgaben an, was wird da auf mich zukommen, wie soll ich das bewältigen? Erklärungsmöglichkeiten. Da ist aber gewiss auch noch viel zu forschen, ob es wirklich dieser Prozess ist oder ob es nicht vielleicht auch ganz andere Prozesse sind. Der zweite Aspekt, den ich rausgreifen möchte, weil er eine große Rolle zu spielen scheint, sind sogenannte illegitime Aufgaben. Das ist ein Konzept, das von dem Kollegen Semmer und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt wurde. Damit sind gemeint Aufgaben, die man bei der Arbeit zugewiesen bekommt, die entweder unnötig sind oder unzumutbar sind. Das können Aufgaben sein, die beispielsweise deutlich unter dem eigenen Qualifikationsniveau liegen. Oder es können auch Aufgaben sein, die sehr deutlich über dem eigenen Qualifikationsniveau liegen. Also wenn man es erlebt als eine Zumutung, was das soll ich machen? Die Grundidee von Semmer ist, dass das Rollenverständnis massiv in Frage gestellt wird, letztendlich auch der Selbstwert in Frage gestellt wird. Und wir haben uns eben dann wieder in der täglichen Befragung angeschaut, wie hängt das Erleben von diesen illegitimen Aufgaben von Tag zu Tag damit zusammen, ob man am gleichen Abend gut abschalten kann oder nicht. Somit, wir haben am Ende des Arbeitstags erfragt, hatten Sie heute oder in welchem Ausmaß hatten Sie heute unnötige Aufgaben zu erledigen oder unzumutbare Aufgaben zu erledigen? Wir haben es natürlich ein bisschen komplexer gefragt, aber die Quintessenz ist diese. Und abends haben wir gefragt, wie gut man von der Arbeit abschalten konnte. Ich zeige Ihnen die Ergebnisse jetzt für die unzumutbaren Aufgaben. Für die unnötigen Aufgaben sieht es ähnlich aus, aber es ist nicht ganz so krass ausgeprägt. Ups. Und zwar hier haben wir einerseits Tage ohne unzumutbare Aufgaben und hier Tage mit unzumutbaren Aufgaben, und was angetragen ist, jeweils der Prozent der Abende, in dem man gering abschaltet. Ja. Das heißt, an den Tagen, an denen unsere Befragten keine unzumutbaren Aufgaben hatten, gab es eigentlich auch relativ wenig Weiterdenken an die Arbeit, während an den Tagen, an denen unzumutbare Aufgaben vorgefallen sind, war der Prozentsatz, dass die Leute dann abends gesagt haben, oh ja, ich konnte nicht abschalten, extrem hoch. Das heißt, unsere Erklärung ist, dass eben genau, wenn man mit solchen Aufgaben, die nicht in das eigene Spektrum der Rolle fallen, konfrontiert ist, dass das auch Dinge sind, die einen wirklich persönlich ankratzen, wo man sich weiter Gedanken macht, wieso ist es vorgefallen, hat der was gegen mich, was meint die damit, und was natürlich letztendlich das Abschalten sehr erschwert. Somit zusammenfassend kann man sagen, Erholung ist notwendig, um die Auswirkung von Arbeitsbelastung zu reduzieren. Personen, die sich gut erholen, werden kurz- und langfristig weniger stark von Arbeitsbelastung beeinträchtigt. Aber
Was wir gesehen haben, gerade dann, wenn man starken Arbeitsbelastungen ausgesetzt ist, wie Zeitdruck oder illegitimen Aufgaben, dann fällt es besonders schwer, abzuschalten und sich gut zu erholen. Also somit genau dann, wenn es notwendig wäre, ist es eigentlich besonders schwierig, was natürlich eine extrem problematische Situation ist. Somit, was wichtig ist, da aktiv gegenzusteuern, dazu komme ich auch in ein paar Minuten, wie kann man dagegen steuern. Einen Punkt möchte ich aber noch einschieben davor. Das Bild, das ich bislang gezeichnet habe, ist abschalten, 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 das ist gut, das ist wichtig und das ist auch eine meiner zentralen Botschaften heute Abend. Dennoch fragen Sie sich vielleicht, kann es nicht manchmal auch gut sein, dass man nicht abschaltet? Kann es nicht Situationen geben, wo es nichts ausmacht oder wo es vielleicht sogar gut ist? Somit möchte ich zu sprechen kommen, gibt es auch Schattenseiten des Abschaltens? Was heißt nochmal abschalten? Wenn man nicht abschaltet, heißt es, dass Gedanken und die Gefühle, die mit dem vorangegangenen Arbeitstag zu tun haben, dass die weiter mental, gedanklich präsent sind. Was auch präsent sein kann, sind natürlich Gedanken an den nächsten Arbeitstag oder an die Arbeit generell. Aber in der Regel ist es das, was am vergangenen Tag vorgefallen ist. Und das, an was man denkt oder was man fühlt, kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob es ein guter oder ein schlechter Tag war. Das heißt, vieles, auch was ich gezeigt habe, bezieht sich auf Stressoren im Arbeitstag, der Zeitdruck oder die Aufgaben, die wirklich über das hinausgehen, was zumutbar ist. Das ist leider ein Teil von Arbeitssituationen, dass diese Dinge passieren. Aber bei der Arbeit passieren natürlich nicht nur diese negativen Dinge, sondern es gibt auch positive Erlebnisse. Man hat vielleicht mit einer Aufgabe Erfolg, man bekommt Lob von der Vorgesetzten, man hat ein gutes Gespräch mit Kollegen, man findet endlich eine Lösung für ein Problem, wo man lange geknobelt hat. Also es gibt auch eine ganze Reihe von positiven Erfahrungen bei der Arbeit. Und jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt da eigentlich das Abschalten? Sollte es nicht vielleicht so sein, dass die Frage, ob Abschalten positiv oder weniger positiv ist, davon abhängt, wie der Arbeitstag verlaufen ist. Das heißt, was ist am Arbeitstag passiert oder was erinnert man zumindest noch vom Arbeitstag? Genau dieser Frage sind wir, das heißt Carmen Binnewies und ich, in der wieder täglichen Befragung nachgegangen. Diesmal haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor untersucht. Wir haben sie am Ende des Arbeitstags gefragt nach ihrem positiven und negativen Affekt bei der Arbeit, also positive und negative Stimmung bei der Arbeit. Das heißt, wie aktiv, interessiert, enthusiastisch waren sie heute bei der Arbeit oder wie gereizt, ärgerlich, ängstlich waren sie heute bei der Arbeit. Und haben sie zur Schlafenszeit gefragt, gedankliches Abschalten am Abend und ihr momentaner positiver und negativer Affekt. Also wie fühlen Sie sich jetzt gerade? Das hier sind zunächst die Ergebnisse für den negativen Affekt, jetzt mit NA abgekürzt, also ärgerlich, ängstlich, gereizt sich fühlen. Wir finden hier, und kurz noch zur Erklärung, diese Balken sind, dass der negative Affekt bei der Arbeit gering ist, also man nicht ärgerlich oder gereizt bei der Arbeit ist, und die rechten Balken ist, der negative Affekt bei der Arbeit ist hoch, also hochgereizt, hochängstlich. Und wie sieht der negative Affekt zur Schlafenszeit aus? Wir finden erstmal, und das ist eigentlich die gute Nachricht daran, dass Personen, die hoch abschalten, das heißt, das sind die violetten Balken, bei denen ist es egal, ob sie hohen oder niedrigen Affekt bei der Arbeit hatten. Das ist genau die Erfolgsgeschichte des Abschaltens quasi. Bei den Violetten macht das Abschalten die Rolle des negativen Affekts, den man bei der Arbeit hatte, zunichte.
Man war ärgerlich, man war sauer, das ist schlecht gelaufen während der Arbeit. Man kann das noch berichten am Ende des Arbeitstages. Wenn man aber schlafen geht, alles vorbei. Der negative Affekt ist weg. Das wünschen wir uns. Aber es sieht deutlich anders aus bei den Personen, die gering abgeschaltet haben. Da sind die, bei denen der negative Affekt bei der Arbeit gering war, ist er auch abends gering. Das ist schön. Aber die, bei denen der negative Affekt bei der Arbeit hoch war, ist er auch abends weiter hoch, wenn sie nicht abgeschaltet haben. Das ist der zentrale Mechanismus des Abschaltens. Jetzt, wie sieht es aus mit positivem Affekt bei der Arbeit? Also man war enthusiastisch, aktiv, begeistert bei der Arbeit, es ist was Tolles passiert. Man konnte am Ende vom Arbeitstag sagen, ja, heute war es echt ein guter Tag, ich war guter Stimmung. Insgesamt kann man erstmal sehen, das Ausmaß des positiven Affekts zur Schlafenszeit ist höher als der des negativen Affekts. Das ist gut, das ist schön, ist aber nicht verwunderlich, weil klassisch Werte von negativem Affekt relativ gering sind, glücklicherweise, sonst würden wir weniger entspannt leben wahrscheinlich. Hier finden wir auch wieder bei den violetten Balken, dass bei hohem Abschalten es keine Rolle spielt, ob man hohen oder niedrigen positiven Affekt bei der Arbeit hatte. Auch da hat quasi das Abschalten ganze Arbeit geleistet und das Level von positivem Affekt nivelliert. Gleichzeitig sehen wir, dass es deutliche Unterschiede dann gibt, wenn man nicht abgeschaltet hat. Und da ist die Gruppe, die positiven Affekt bei der Arbeit hatte und nicht von der Arbeit abgeschaltet hat, zur Schlafenszeit hat sie den höchsten positiven Affekt. Während, wenn sie abgeschaltet hat, sinkt der positive Affekt. Das heißt, der Mechanismus ist genau derselbe wie beim negativen Affekt. Das heißt, wenn man abschaltet, wird es nivelliert. Wenn man es nicht abschaltet, nimmt man quasi den Affekt mit rein in den Feierabend bis zur Schlafenszeit. Das ist natürlich sehr ungünstig beim negativen Affekt. Da ist das Abschalten gut und wichtig. Aber beim positiven Affekt ist das Abschalten nicht mehr gut und wichtig, sondern da profitiert man für den positiven Affekt eigentlich mehr, wenn man nicht abschaltet. Also wenn man nochmal gedanklich durchgeht, ach, was war das für ein wunderbarer Tag und was habe ich Schönes erlebt oder mit dem Partner, der Partnerin darüber spricht, dann kann man noch länger davon profitieren, als wenn man sagt, das war die Arbeit, jetzt kommt der andere Teil des Lebens. Das ist genau das Zwischenfazit. Bei negativen und stressreichen Arbeitstagen ist das fehlende Abschalten ungünstig, während es bei positiven Arbeitstagen das fehlende Abschalten mit positiverer Stimmung einhergeht. Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, eine Studie, die wir mit Feuerwehrleuten, also Berufsfeuerwehrleuten und Rettungskräften gemacht haben, wo wir untersucht haben, ob die prosoziales Erleben hatten, also im Sinne von was ich heute bei der Arbeit gemacht habe, hat dazu beigetragen, dass andere davon profitieren können. Also das können zum Teil natürlich genau bei diesen Berufsgruppen auch ganz massive und wichtige lebensrelevante Aspekte sein. Und haben sie dann später zur Schlafenszeit gefragt, ob sie noch mal an ihre Arbeit gedacht haben. Und da ist es so, dass genau in solchen Situationen das positive Nachdenken über die Arbeit auch wiederum mit positiver Stimmung einhergeht. Das heißt, insgesamt ist ein differenzierteres Bild notwendig. Abschalten ist gut, wenn es um negative Erlebnisse, um negative Stimmung geht. Und nicht abschalten kann Nutzen haben, wenn es um positive Erlebnisse und positive Stimmung geht. Und letztendlich müsste es darum gehen, dass wir Menschen gut erkennen, was für ein Tag war das. Ist es besser, dass ich heute abschalte oder dass ich vielleicht noch über das eine oder andere Positive weiter nachsinniere. So, ich komme im letzten Teil meines Vortrags jetzt zu ein paar praktischen Empfehlungen. Das heißt, was können Sie mitnehmen? Wie können Sie, wenn Sie mögen, das eine oder andere versuchen umzusetzen?
Zunächst nochmal zurück zu den Aktivitäten finden wir soziale Aktivitäten, wenig anstrengende Aktivitäten und vor allem Sport, das ist wichtig, hängen mit Wohlbefinden zusammen. Dinge, die man vielleicht machen können sollte. Und genau, der Sport ist besonders wichtig und das Abschalten von der Arbeit ist wichtig mit ein paar Einschränkungen. Und die Frage ist, wie kann man gut abschalten? Das ist, unsere Untersuchungen zeigen, besseres Befinden auf der Tagesebene, besser Befinden langfristig. Zunächst nochmal, nicht alles Nachdenken über die Arbeit ist schlecht, sondern positives Nachdenken kann günstig sein. Also gut ist, wenn man entscheiden kann, soll ich heute abschalten oder nicht. Wichtig dennoch in allen Situationen ist, ab und an eine Pause von der Arbeit zu machen und vor allem das ständige Grübeln zu unterbrechen, also genau das negative Nachdenken. Wie kann das gehen? Ein Aspekt, der eine Rolle zu spielen scheint, da gibt es Untersuchungen von Verena Hahn und ihren Kollegen, die zeigen, dass wenn man in anderen Aktivitäten aufgeht, dann gelingt das Abschalten leichter. Das heißt, wenn man Dinge macht, die die ganze Konzentration erfordern, die sozusagen, wo man nicht noch nebenher an seine Arbeit denken kann. Das kann sein die Familie, die Kinder, Hobby, ein fordernder Sport. Die Aktivität sollte so fordernd sein, dass man wirklich gedanklich dabei bleiben muss. Meine Lieblingsbeispiele sind das Jonglieren oder auch das Musizieren, weil das Jonglieren ist wirklich ein Paradebeispiel. Da kann man an nichts anderes denken, wenn man seine 5 oder wie viele Bälle in der Luft halten will. Und viele Leute berichten auch, dass Musizieren klassischerweise was ist, wo man dann an nichts anderes mehr denken kann. Wichtig ist natürlich, dass idealerweise das eine Aktivität ist, die man als positiv erlebt, somit dass auch potenziell negative arbeitsbezogene Gedanken durch positives Erleben ersetzt wird. Und was das nun konkret ist, kann natürlich für jeden und jede anders sein. Aber da, wenn man es nicht weiß, vielleicht zu experimentieren, was ist es denn, wo ich alles um mich herum vergesse? Und das ab und an zu nutzen, kann hilfreich sein. Des Weiteren, was wichtig sein kann, nochmal zurück zur Arbeit, weil wir ja gesehen haben, dass zum Beispiel hoher Zeitdruck etwas ist, was das Abschalten verhindert. Und es gibt ein paar andere Bedingungen, die auch negativ mit Abschalten zusammenhängen können. Und ich möchte ansprechen die Aspekte von Zeitplanung, Time Management, weil dazu gibt es andere Studien, die zeigen, dass die Gedanken vor allem zu unfertigen Aufgaben zurückkehren. Das heißt, wir Menschen denken weniger über Dinge nach, die wir zu Ende gebracht haben. Wir denken über Dinge nach, die eben auch nicht zu Ende sind. Und an sich ist das was ganz Vernünftiges, dass man sich merkt, was man noch nicht zu Ende gebracht hat, weil man da ja weiter arbeiten will. Nur hat es eben die Schattenseite, dass man dann nicht abschaltet. Was heißt das praktisch? Wenn man die Möglichkeit hat von flexibler Arbeitszeit und auch die Kinderbetreuung entsprechend flexibel ist, die Spielräume nutzen. Das heißt, Aufgaben zu Ende zu bringen, lieber noch eine Viertelstunde länger da zu sein, um das zu Ende zu bringen, um nicht im Feierabend weiter darüber nachzudenken. Es kann auch heißen, kurz vor Feierabend nicht noch mit einer neuen Aufgabe anzufangen. Also zu sagen, ach, jetzt schaue ich mal noch, was in diesem Mail-Attachment steht, damit ich dann schon weiß, was als nächstes auf mich zukommt. Ja, vielleicht fürs Abschalten ist es nicht so günstig. Und das geht natürlich nicht immer, somit offene Punkte aufschreiben, notieren, damit sie aus dem Kopf sind. Des Weiteren kann es hilfreich sein, Grenzen deutlicher zu machen. Das heißt, die Grenzen zwischen dem Arbeitsleben und dem Privatleben. Und das ist sehr praktisch gemeint, nämlich es auch physikalisch zu sehen. Ich gehe von der Arbeit nach Hause an einer bestimmten Ampel, an einer bestimmten Bushaltestelle. Bis hierher bin ich mental bei der Arbeit und ab hier bin ich mental zu Hause in meiner Freizeit der Privatmensch.
Das kann auch sein, dass man das an der Haustür macht, dann, wenn man aufschließt, okay, jetzt. Oder es gibt auch Menschen, die nutzen sogenannte Rituale, also dass sie sich umziehen, privat was anderes anhaben als bei der Arbeit und dass das nicht nur praktisch ist, sondern dass das auch nochmal wirklich, man schlüpft in eine andere Hülle in gewisser Weise. Man hat bestimmte Aktivitäten, die man erstmal, Häkchen, braucht, um in einem anderen Leben anzukommen. Jetzt gucke ich erstmal in die Zeitung oder jetzt gucke ich erstmal, was auch immer, trinke eine Tasse Tee, einfach um in das andere Leben wiederzukommen. Des Weiteren kann es hilfreich sein, sogenannte Auslöser zu vermeiden und zu Hause Absprachen zu treffen. Das heißt, typische Auslöser, viele werden das kennen, es liegt noch Arbeitsmaterial rum, wenn man das mit nach Hause genommen hat. Die E-Mails checkt man vielleicht zu Hause, man wird angerufen oder man checkt nochmal das eine oder andere auf dem Smartphone. Das sind Dinge, die natürlich die Arbeit direkt physikalisch in den Privatbereich bringen und es somit schwierig machen, wirklich abzuschalten. Des Weiteren kann es sein, dass man zu Hause mit dem Partner, der Partnerin über die Arbeit redet. Wie war denn dein Tag? Das kann natürlich sehr, sehr positiv sein und ich möchte gewisslich sagen, dass man das nicht machen sollte. Wenn man das macht, dann sollte man auf die soziale Unterstützung fokussieren, nämlich genau den positiven Aspekt davon nutzen und was sehr hilfreich sein kann, zeitliche Grenzen zu setzen. Also zu sagen, wir reden, wie man es auch immer will, eine halbe Stunde oder wir reden 3 Stunden, aber nicht mehr nach 10 oder nicht mehr nach 12 oder nicht am Sonntag oder nicht am Samstag oder whatever, aber eben nicht immer, sondern irgendwo eine Grenze zu setzen und zu sagen, bis hierher ist gut und wir müssen und wollen uns ja auch über die Dinge austauschen, man will ja auch wissen, was im Arbeitsleben des oder der anderen läuft, aber nicht immer und unbegrenzt, sondern da Grenzen setzen, um dann genau diesem Abschalten auch Raum zu geben. Ich komme zum Ende, möchte mich hier noch bei einer ganzen Reihe von Personen bedanken. So ein Forschungsprogramm ist natürlich nie alleine durchzuziehen, sondern ich bin sehr dankbar für eine ganze Reihe sehr, sehr fruchtbarer Kollaborationen aus den letzten Jahren, Jahrzehnten fast. Und auch vielen Dank an die DFG, die einen Teil dieser Forschung gefördert hat. Und Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.